So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Verstärkungsplatten für ein 1.8T bzw. TFSI-Motor, die Vierzylinder-Motoren. Im letzten Video haben wir ja bei Kevin seinen Block montiert mit der Versteifungsplatte, wo die Böcke da drauf waren. Und heute ist es aber bei einem Vierzylinder ein bisschen anders. Das ist die Konstruktion, die ich hierfür gemacht habe, in Zusammenarbeit mit The Tuner aus Österreich. Wir haben hier einen, in dem Fall mal einen TFSI-Block. Genauso würde es aber auch bei einem 1.8T-Block passen. Nur hier sind dann keine Ölrücklaufkanäle beim 1.8T, aber diese Platte passt für beide Motoren. Als erstes kommen die Hauptlagerböcke. Werkzeugstahl und die sogenannte hohe Version. Wenn wir diese montiert haben und die Lagergasse durchgebohrt haben, wird daraufhin der Block mit den Böcken und, ganz wichtig, die beiden Stirndeckel vorne hinten von der Rückseite plan geschliffen, damit dann die Platte wunderbar plan aufliegt. Das habe ich immer bemängelt bei den Platten, die ich so aus USA gibt und so weiter. Das hier ist, weiß dann meistens nur eine verzinkte Stahlplatte ausgelasert, die eigentlich mehr so einen Bogen hat, aber nicht so gerade. Die ist ja richtig flach geschliffen auf beiden Seiten. Dann war das Material so weich, dann haben sich die Schrauben relativ schnell reingerückt. Das haben wir hierbei alles nicht. Also, unsere Platte 12 mm stark. Andreas hat noch wunderbar hier die Nut eingesetzt, um nachher einen Dichtring zu packen, reinzupacken. Denn diese Platten, die man so kaufen kann, haben meistens ein bisschen Problem, dass sie ölundicht sind an den Seiten. Das Problem haben wir damit gar nicht. Ja, dafür, dass wir die Platte 12 mm gemacht haben, haben wir eine längere Kette. Die Kette ist aber immer nur, kann ich die verlängern, mit ganzen Gliedern, nie mit halben Gliedern. Und wenn ich die so verlänge, kann ich immer nur einen gewissen Schritt 10 mm verlängern. Das heißt, wenn wir eine 12er Platte haben, hätten wir 2 mm weniger. Hier ein halbes Glied reinpacken, ist nicht möglich. Diese Platte hat nochmal zwei Zentrierstifte. Hier in dem Block, wo normalerweise die Ölpumpe drin sitzt. Die nehmen wir aus der Ölpumpe raus, setzen sie in den Block ein und haben dann an unserer Platte die Zentrierbohrung für diese Zentrierstifte, so dass die Platte flop, schon passend sitzt. Gleichzeitig ist ja durch die, ja bitte, können wir kurz schneiden? So, beim nächsten Video werde ich einfach abschließen hier, dann kann ich hier in Ruhe machen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Die Ölpumpe hat sofort die Zentrierungen mit eingebaut und sie ist sofort 2 mm die Kontur eingefräst, dass danach die Kette wieder passt. Ja, das ist so grob das Ganze. Dazu gibt es dann noch ARP-Schrauben, aber nicht die normalen, sondern die ARP 2000 Version. Viele wissen das nicht, die sehen zwar gleich aus, das hier sind ARP 2000, die schaffen theoretisch 110 Newtonmeter, die ARP, die normalen, würde nur um die 85 Newtonmeter aushalten. Ja, das sind unsere, für diese Konstruktion braucht man natürlich längere Hauptlagerschrauben, Stehbolzenschrauben, wie auch immer. Und diese hier sind passend dafür, kombiniert mit den großen Muttern. Es baut nicht so stark auf. Und die Anlagefläche ist relativ groß, dementsprechend drückt sich diese Mutter in diese Platte nicht rein. Habe ich übrigens schon gesehen bei so verzinkten Stahlplatten, da ist einfach die Mutter einfach mal so runtergesunken. So, Rolf hat den Block aufs Hauptlagerbohrwerk gespannt. Er hat alle Lager schon einmal vorgebohrt. Lässt, wie viel lässt du ungefähr drin für den Feinschnitt?
Zwischen 1,5 und 2 Zehntel. 1,5 und 2 Zehntel, ja. Und wenn er durchgebohrt hat, hat er es gemessen. Dann kann er nämlich mit der Messuhr messen, ob er richtig ausgerichtet ist. Denn wenn man ein Zweipunktmessgerät einmal so misst in der Bohrung und einmal so misst und man hat dort eine Differenz, dann weiß man, dass die Stange nicht mittig in dem Block ausgerichtet ist. So kontrollierst du das immer? Wahrscheinlich, ja. Und das hat er vorgebohrt und jetzt macht er den Feinschnitt sozusagen. Ja, und dann sind wir schon fertig mit dem Bohren, weil alle 4 weiteren hast du schon auf dem Feinschnitt, nicht wahr? Genau, die sind fertig zum Hohn hinterher, weil hier ist es etwas anders. Hier bohren wir nicht aufs Maß mit der Maschine. Da ja hinterher nochmal oben geschliffen wird und die Platte drauf kommt, hohen wir den Rest ja, wenn er dann wirklich mit den Bolzen, die hinterher oben durchkommen, angezogen ist. Ja. Das sind ja nur jetzt hier Montageschrauben zum Vorbohren der Böcke. Genau, die ziehst du mit 17 Newtonmeter genau, wahrscheinlich 70. an. Das reicht nachher, wenn man dann mit den 90, 95 anzieht, werden die Böcke ein bisschen enger. Aber das kann man dann alles gleichmäßig mit dem hohen Aale wieder richten. Ja. Ja. Gut, dann bohr mal bitte. Jetzt hört man schon ein bisschen, dass du einen gleichmäßigen Span nimmst. Du nimmst ja unten aus dem Block auch noch ein bisschen was raus. Beim Vorschruppen, gestern, wo du angefangen hast, beim Vorschruppen hört man immer Klang, 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 weil er immer nur den Stahlbock erstmal das Material rausnimmt. Ja. Wie viel lässt der Tuner immer drin in den Böcken? Ich muss einen halben Millimeter Material wegschrubben. Oh. Das heißt, eigentlich wäre die Bohrung 1 Millimeter zu klein. Ja. Ne? Das heißt, ich habe einen halben Millimeter Radius, den ich da wegschrubben muss. Und das ist so zäh, das Material, dass sich der Block auch verschoben hat gestern. 400 nach vorne. Den muss ich dann nach dem Schrubben wieder neu einrichten. Also. Deswegen, das konnte ich, wie du eben gesagt hast, an dem Versatz messen, dass der halt eben dann 400 nach vorne gewandert war. Und da ist das ganz gut, wenn man ein bisschen was drin hat. Also werde ich dem Andreas sagen, die nächste Fuhre braucht er nicht ganz so viel Aufmaß machen. Da reicht wahrscheinlich 2 Zehntel oder 2 Zehntel im Radius. Reicht 5 Zehntel im Radius, enger ist einfach zu viel. Ja. So, lass mich mal gucken. Tag, Kamera. Na? Ja, was machst du hier? Weiß nicht, wie weit bist du denn gerade? Ja, schon ein Stück weiter wieder. Jetzt ist der Block, wie versprochen, auf der Planmaschine. Simmerringdeckel hinten oder Wellendichtringdeckel hinten montiert, Deckel vorne montiert. Und dann machen wir jetzt aus allen Bauteilen mal eine plane Fläche. So, Rolf hat den Block an der Unterseite geplant. Jetzt haben wir hier unsere Platte und man merkt sofort, die hat keinerlei Spiel, die liegt einfach perfekt auf. Hier noch einmal, wieso wir diese Schrauben hier genommen haben, diese versenkten Imbusschrauben. Wie sollte man sonst diese Böcke auf eine Höhe bringen, wenn da Schraubenköpfe rausgucken würden? Das würde natürlich nicht funktionieren, deswegen haben wir diese Version so gemacht. Ja. Du musst nur noch hohnen, dann sind wir mit dem Arbeitsschritt soweit fertig. Genau. Und einmal Probe montieren. Gut. So, Rolf hat den Block fertig geplant, hat die ganzen Kanten erstmal entgratet, war ja überall scharfkantig und hat die Stehbolzen und die Platte montiert. Das Maß hat sich wie weit verändert zu dem Bohrmaß? Ungefähr 1 bis 1,5 Hundertstel noch mal enger. Noch mal enger geworden. Ja. Okay, vorher hatte er 70 Newtonmeter ungefähr mit unseren versenkten Schrauben, Hilfsschrauben. Und jetzt zieht er sie mit 90 Newtonmeter an. Dementsprechend kommt es ein bisschen enger. Die Platte nimmt natürlich auch ein bisschen Kraft auf. Deswegen holst du jetzt deine letzten 3 Hundertstel raus. Genau. Und dann sind wir... Ach, verdammt. Sind wir verdammt? Warum das denn? Ja. Alles klar, du nimmst die Ölkanne. Ja, was? Ach so, Spritzen. Fertig? Okay, ja, was machen wir denn dann jetzt? Ja.
da bist du ja schon wieder. Also, wie du gerade im Zeitraffer gesehen hast, oder ihr alle, habe ich diverse Male die Brücke ab und wieder drauf gebaut, habe einmal ein Lager probehalber eingebaut, als ich noch bewusst zu klein war mit der Lagergasse. War auch ganz gut so, weil da hatte ich nur 2,5 Hundertstel Lagerspiel. Wir peilen 4 an und jetzt bin ich so weit mit meiner Lagergasse, dass ich jetzt einmal alle Lager montieren kann und das passiert jetzt. Wenn du jetzt hier rein filmst, das ist so die Katastrophe überhaupt, in so einen mit Spänen übersäten Motorblock Lager einbauen. Der wäre sofort kaputt. Aber ich habe nur meine lokalen Lagerstellen gereinigt, denn es ist, macht keinen Sinn, den ganzen Motorblock zu reinigen, nur um einmal die Lager reinzustecken. Da muss man sich halt Mühe geben, wirklich nur den Arbeitsplatz da drin zu reinigen. Einbauen, vorsichtig, messen, wieder ausbauen und dann kann hinterher alles gereinigt werden. Da kommt die Kontrolle. Hallo Kontrolle. So, jetzt habe ich aber tatsächlich noch mal eine Frage. Ja. Und zwar... Hast du gesehen, dass die Zahlen weg sind, ne? Wie passt du das Lagerspiel an? Schleifst du die Anlageflächen dann der einzelnen Lager ab oder wie wird das angepasst? Nein, also im besten Falle hone ich die Gasse, deswegen habe ich ja vorher eben eine Probemessung gemacht, hone ich die Gasse so auf Maß, dass wirklich alle Lagerstellen das gleichmäßige Spiel haben, bin ich fertig. Passt das nicht, ist es viel Arbeit, immer wieder zusammenbauen, vielleicht noch ein Stück raushonen oder wenn es irgendwo ein bisschen zu groß geworden ist, dann kann ich den Lagerdeckel nehmen, kann ihn an der Fläche etwas kleiner schleifen, also etwas wegschleifen, dann wird natürlich das Lagerspiel enger. Das geht aber nur so im Hundertstelbereich. Also viel kann man da nicht machen. Das ist wirklich nur die Restfeineinstellung, vielleicht für einen halben Hundertstel oder ein Hundertstel Millimeter. Und ist hier auch nicht ganz so einfach, weil ja die komplette Platte noch oben drüber kommt. Ne? Einfacher wäre es halt wieder beim Serienblock, wo ich nur die einzelnen Deckel habe und fertig. Und schubsen die Welle mal hin und her. Sieht gut aus. Circa 4 Hundertstel. Das ist in Ordnung. Ich halte das neue T-Shirt. Okay. Ich schmeiße ihn nicht weg, weil ich, wenn ich noch nicht ganz im Freien hier stehe, geht das noch. Ne? Kann ich irgendwie einen Pfeil drauf machen? Du meinst ein Kreuz, damit es zu ist, ne? Nein! Ja, der Björn ist hier irgendwie verletzt, den müssen wir mal kurz flicken. Ja. Da, oh, nicht so. Was habt ihr? Aua, scheiße, Haare eingeklebt. Ja, wir sind soweit fertig. Wir haben nochmal zur Probemontage die Ölpumpe, die längere Kette, den Spanner montiert, um zu gucken, auch, ob alles freigängig ist. Und es ist freigängig. Dementsprechend sind wir jetzt mit der Arbeit fertig. Wir wollten euch hier nur einmal zeigen, welche Arbeitsschritte gemacht werden, wenn wir eine Platte verbauen. Grob kostet das 3000 Euro für die hohen Böcke, die Platte, die ARP-Stehbolzen, die lange Kette und die Arbeit. Das wäre in dem Fall das Bohren, das Honen, das Planschleifen und die Probemontage. Das geht für die 1.8T-Motoren, die ohne Zwischenwelle, also alle 06A-Motorcodes und die TFSI-Blöcke, alle mit Zahnriemenantrieb. Alternativ geht das auch, habe ich schon mal gemacht, bei den TDI-Blöcken, diese neuen Pumpe-Düse-Blöcken, weil ab einer gewissen Leistung sind diese TDI-Blöcke stabiler. Die Platte passt dafür auch. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und bei Fragen bitte einfach unten in den Kommentaren schreiben. Der so. Der lacht sich tot, wenn er es sieht. Gut so. Ja, gut. Das weiß ich auch. So, Plan haben wir fertig. Ach, das ist immer schlimm. Mein Name ist Björn Pieper, ich bin hier für die Outtakes verantwortlich. Warte nochmal von vorne. Ja. Wobei, ich habe noch gar nicht angefangen, ne? Nee.